Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wie werde ich im Internet sichtbar? Diesmal geht es um deine eigene E-Mail-Adresse. Deine Domain hast du schon und jetzt kommt weiteres Thema: Wie willst du erreichbar sein? Besser, du bekommst ein paar E-Mails, statt dass die ganze Zeit dein Telefon läutet. Außerdem ist es auch so, dass Inhalte in E-Mail-Nachrichten oder vielleicht auch ausführlicheren WhatsApp-Nachrichten deutlich besser überlegt sind und durchdacht sind und ausführlicher sind, statt in einem schnellen Anruf. Ein ordentliches, professionelles E-Mail hat halt noch immer eine höhere Wertigkeit als schnell eine Chatnachricht in irgendeinem Portal, die meist mit Hallo, Hey oder wie auch immer beginnt. Ja. Meist kannst du zusätzlich zu deiner Domain auch gleich eine E-Mail-Adresse hinzufügen. max.mustermann@meinefirma.at zum Beispiel. Klingt doch gleich viel besser als irgendeine GMX-Gmail oder Yahoo-Adresse, die ja für Privatanwender gedacht ist. Eine ordentliche E-Mail-Adresse bringt dir einfach ein professionelles Auftreten. Und ja, deine E-Mail-Adresse steht ja dann auch auf deiner Visitenkarte. Jetzt hast du schon eine tolle Domain, ein paar ordentliche Social-Media-Links und dann, ja, irgendeinen Freemail-Account. Wirklich schade. Ja, und wenn du eine eigene E-Mail-Adresse hast, achte bitte unbedingt, dass du ausreichend E-Mail-Speicherplatz hast. Es ist absolut unangenehm, wenn ich jemandem eine Nachricht schicke und dann steht da ja E-Mail-Speicherplatz voll. In diesem Sinne, danke für dein Interesse, danke für dein Feedback, Daumen hoch, abonnieren, Sternchen, Herzchen, Likes und Co. Freue mich auf dein Feedback. Danke, ciao.